Ich werde euch heute zeigen, wie man einen Zucchini-Kuchen, einen richtig saftigen Zucchini-Kuchen zubereitet. Und zwar braucht man dafür zuerst einmal Zucker, dann braucht man 3 Eier, Nüssen und Zimt. Da haben wir drinnen Mehl und Backpulver, Öl braucht man und 300 Gramm Zucchini. Die tun wir dann fein reiben und das habe ich schon vorbereitet da. Ganz als erstes tun wir einen Schnee schlagen, das heißt, wir tun die Eier trennen. So. Und jetzt tun wir das Ei klar mal zu einem steifen Schnee schlagen. Man erkennt, dass das Eiklar steif genug ist, wenn man die Schüssel umdrehen kann und das schön in der Schüssel drinnen bleibt. Nachdem wir jetzt den Schnee fertig geschlagen haben, geben wir Zucker, die Eier oder besser gesagt die Dotter. Und das Öl einmal in die Rührschüssel und das vermischen wir jetzt einmal gut. So, die Eier und den Zucker und das Öl haben wir jetzt gut verrührt und jetzt kommen da die restlichen Zutaten dazu. Das sind eben die Nüssen und der Zimt, das Mehl mit dem Backpulver, und dann noch der Zucchini. Durch das, dass der Zucchini sehr viel Wasser, sehr hohen Wassergehalt hat, wird dann der Kuchen so saftig. So, jetzt verrühren wir das noch einmal gut. Und dann kommt nur mehr der Schnee dazu. Nachdem wir jetzt den Schneebesen vom Teig befreit haben, kommt noch der Schnee dazu. Den heben wir jetzt einfach unter die Masse oder verrühren das Ganze schön vorsichtig. So. Und wenn wir das gut verrührt haben, dann legen wir das aufs Blech. Jetzt verteilen wir das schon gleichmäßig. Und jetzt kommt der Kuchen bei 170 Grad für ungefähr 30 Minuten in den Ofen. So, der Zucchini-Kuchen ist jetzt fertig gebacken und dann ungefähr eine Stunde lang auskühlen lassen und dann kann man schon die Schokoglasur drauf tun. Als allererstes wird der Kuchen einmal dick mit Marmelade eingestrichen. Ich habe da jetzt eine Marillenmarmelade hergenommen. Da kann man jede Marmelade hernehmen, die einem schmeckt. Wichtig ist, dass sie schön fein püriert ist, weil sonst wird die Schokoglasur dann am Schluss nicht schön. Wichtig ist, dass man auch bis hin zu den Rändern alles schön mit Marmelade einstreicht, weil wenn man das nicht tut, dann dringt die Schokolade da direkt in den Kuchen ein und das ist nicht gut. Also einfach ganz schön den Kuchen dick mit Marmelade einstreichen.
So, und dann kommen wir zur Glasur. Für die Glasur habe ich jetzt Ceres genommen und das einfach geschmolzen am Herd. Wichtig ist, dass man das ja nicht zu heiß macht. Weil wenn das zu heiß ist und man tut dann die Schokolade rein, dann schluckt das aus. Also ganz auf niedriger Stufe schmelzen. Und lieber warten, wenn es richtig zu warm wird, dass wieder abkühlt ist, bevor man die Schokolade dazu tut, weil sonst kriegt man keine schöne Glasur. Und jetzt kann man einfach hergehen und die Schokoladestickerl reinlegen. Dann wird das noch einmal verrührt und man sieht dann ganz schnell, wie sich die Schokolade einfach auflöst. Braucht man ein bisschen Geduld und man muss einfach ein bisschen warten. Wenn es richtig zu kalt werden darf, das Fett, dann kann man es ruhig noch einmal am Herd stellen, aber wie gesagt, ja nicht zu warm einschalten, weil sonst fluckt alles aus. So, die Schokolade ist jetzt geschmolzen, das heißt, die Glasur ist fertig. Und jetzt brauchen wir es einfach nur mehr am Kuchen auffüllen. Am besten ist, man fängt einfach oben an. Und dann schwenkt man das Blech einfach so lang, bis man überall am Kuchen eine Glasur drauf hat. Ob man noch ein paar so Stellen hat, die noch frei sind, ist aber gut, wenn man noch ein bisschen eine Glasur im Topf drinnen hat, dann kann man die ganz schnell verschließen. Und dann ist unser Zucchini-Kuchen auch schon fast fertig. Jetzt müssen wir noch ein bisschen kalt stellen, damit das die Glasur fertig wird und dann kann man schon genießen.